Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 12. September bis zum 18. September 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Solltest du jetzt bei mir ganz neu sein auf dem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten. Ja, ihr Lieben, ich stelle euch jetzt, Entschuldigung, es geht schon mal gut los. Ich stelle euch jetzt mal die Karten vor, die ich heute verwenden werde. Vor dir siehst du, das ist das Golden Art Nouveau Tarot. So, dann verwende ich, das ist das Heavenly Bodies Astrology Deck. Das schaut so aus. Auch mit dabei das Oracle of the Mermaids von Lucy Cavendish. Dann ist mit dabei das Engel-Tarot von Doreen Virtue. Und zum Schluss bekommst du ebenfalls nochmal eine Botschaft von mir für die kommende Woche. Auch ebenfalls aus dem, ja, warte mal, ist das der Allegria? Ja, es ist der Allegria Verlag. Das ist das Schutzengel-Tarot, ebenfalls von Doreen Virtue. So, ich würde sagen, es geht direkt los mit der Wochenbotschaft. So, was haben wir denn hier Schönes? Ne, das sind zu viele. Die nehme ich wieder zurück. Ich habe mich auch noch gar nicht konzentriert, mal davon abgesehen. Und das ist jetzt hier eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Du wirst schon nächste Woche, spätestens Ende der nächsten Woche sehen, ob es deine Legung war oder eben nicht. Ob irgendwas eingetroffen ist oder eben nicht. Ne, es sind jetzt hier wirklich ganz, ganz allgemeine Tendenzen. Genau. Ich würde sagen, es geht jetzt direkt los, ihr Lieben, und wir schauen mal, was uns allen die nächste Woche so bringt. Der 12. bis 18. September, was bringt uns ein? Die nächste Woche im Kollektiv, der 12. bis 18. September nächste Woche, was bringt uns ein die kommende Woche im Kollektiv? Was bringt uns ein die nächste Woche? Nächste Woche. Nummer 1, was kommt noch in der nächsten Woche? Welche Energien zeigen sich nächste Woche? Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche? Was kommt nächste Woche auf uns alle zu? Okay, ich lege die Karten so wie immer ordentlich ins Bild und dann geht's los. Bei mir muss immer alles gerade sein, das regt mich ja selber schon so ein bisschen auf. Ja, okay. Nee, warte mal, das muss noch ein bisschen nach rechts. So. Stunden später. Nein, okay. So, los geht es. Und zwar mit der Energie. Jetzt hier unten drunter, da kann man sagen, das ist die Hauptenergie für die nächste Woche. Darum geht es im Großen und Ganzen nächste Woche. Das ist die Kernaussage, wenn du es so möchtest, ne? Da haben wir folgende Energie. Der Bube der Münzen. Der Bube der Münzen steht für Angebote. Ja? Berufliche, finanzielle Angebote. Eine neue Möglichkeit, eine neue Chance. Etwas Neues dazuzulernen im Bereich Business, in der Karriere, wenn es allgemein meint, um Stabilität und Sicherheit natürlich geht. Es ist das Münzelement, also geht es eben um solche Themen wie die Finanzen, die Karriere, der Beruf, ne? Vielleicht auch sogar das Zuhause, vielleicht Möglichkeiten oder irgendetwas zu verschönern, ne? Und ja, grundsätzlich steht der Bube der Münzen wirklich für neue Etappen, neue Chancen, Angebote, die reinkommen im Bereich Beruf, Berufung, Karriere. Ja, man hat mit dem Buben der Münzen hier auf jeden Fall die Chance, sich weiterzubilden. Man hat die Chance, etwas Neues dazuzulernen. Ne? Es ist die Buben-Energie und Buben stehen wirklich auch dafür. Da ist sehr, sehr viel Potenzial. Da ist Luft nach oben. Wenn dieser einmal ein König werden möchte, ist es auf jeden Fall notwendig, dass man da auf jeden Fall noch einiges lernt. Ja? Und das ist so die Energie. Lass mich mal schauen, was wir hier unten drunter haben. Das sind jetzt hier die zwei der Schwerter. Es kann nächste Woche bei einigen von euch so sein, dass du vielleicht hin und her schwankst zwischen zwei Angeboten. Ne? Also es kann sein, dass du dich nächste Woche vielleicht entscheiden musst für einen Weg, für ein Angebot. Es kann auch im partnerschaftlichen Bereich sein. Ne? Also das wirst du dann sehen, wenn es dann nächste Woche soweit ist. Und wie gesagt, es kann sein, dass du dich da entscheiden musst, dass du vielleicht aber auch nicht so richtig weißt, okay, soll ich das Angebot annehmen? Was hat es damit auf sich? Man muss natürlich nächste Woche auch ein kleines, oder ja, eigentlich schon ab dem 9., also heute Freitag, den 9., man muss auch ein bisschen aufpassen, genauer überprüfen, weil Merkur ist momentan rückläufig. Ja? Merkur ist rückläufig, deswegen bitte lest dir ganz genau das Kleingedruckte durch. Ja? Generell sollte man es natürlich vermeiden, irgendwelche Verträge zu unterschreiben, wenn Merkur rückläufig ist. Aber wichtig ist natürlich,
Höre auf deine Intuition und mache es nicht irgendwie blind. Lass dich hier zu nichts überreden, lass dir nichts aufschwatzen, weil das ist auch so eine Energie, die ich jetzt gerade so ein bisschen reinbekomme. Lass dir nichts aufschwatzen, lies alles fünfmal durch, auch das Kleingedruckte, ja, hole dir, wenn möglich, auch mal Rat von welchen, die sich damit auskennen, ne? Wie gesagt, rückläufiger Merkur, wenn es geht, irgendwelche Verträge vermeiden, wenn es darum geht, sie zu unterschreiben, ja. Okay, was haben wir hier? Da noch ein Bube, Angebote. Es kann sein, dass ziemlich interessant. Hier haben wir ein Angebot, da haben wir das andere Angebot, ja? Also hier kann es wirklich sein, in der Mitte ist nämlich hier die Entscheidung, dass du wirklich schwankst zwischen, ja, dass du vielleicht mehrere Möglichkeiten hast, ja? Und wichtig ist natürlich, höre dabei bitte auf deine Intuition. Es kann sein, dass einige von euch diesbezüglich nächste Woche ein kleines bisschen verwirrt sind, ja? Weil die zweite Schwerter stehen eben auch so ein bisschen für die Verwirrung. Und dass man eben dazu neigt, nicht auf seine Intuition zu hören. Weil wir sehen hier, dass die Augen hier verbunden sind. Ja, diese Person weiß also nicht mal mehr, wo vorne und hinten ist. Sie ist so ein bisschen verwirrt. Sie lässt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen was aufschwatzen. Deswegen ist es wichtig, lass dich zu nichts überreden. Prüfe, höre auf deine Intuition, höre auf deinen Körper, der belügt dich nie. Ja, wenn du für dich herausfinden möchtest, wenn irgendetwas stimmig ist, höre bitte auf dein Gefühl. Ja, dein Körper, dein Gefühl spricht immer zu dir. Okay, auch wieder Entscheidungen hier mit der Gerechtigkeit, schon wieder Entscheidungen mit den Liebenden. Also nächste Woche geht es ebenfalls um Entscheidungen. Es geht um Angebote, die reinkommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann jetzt nochmal schauen, was jetzt hier oben drauf gefallen ist, ihr Lieben. Und da haben wir die 8 der Kelche. Es geht darum, eine Situation hinter sich zu lassen, weil man einfach sich ein bisschen mehr wünscht und weil man sich nicht länger mit etwas mit weniger zufrieden geben möchte. Ja? Vielleicht bietet man dir an eine Gehaltserhöhung oder sonst irgendwas, aber da habe ich das Gefühl, Vorsicht, allein schon, weil Merkur rückläufig ist, ne? Dem Ganzen ist da nicht wirklich zu trauen. Was haben wir hier? Die zwei, ja, noch eine Entscheidungskarte, ne? Die zwei der Münzen, das ist so dieses Hin und Her und Auf und Ab. Es kann ebenfalls nächste Woche sein bei einigen von euch, dass du etwas hinter dir lässt, wo es immer nur auf und ab ging, wo etwas nicht so wirklich fest war, etwas stand nicht so richtig fest. Ja, etwas war nicht in Stein gemeißelt. Und ich habe das Gefühl, dass es nächste Woche darum geht, dass das einige von euch nächste Woche loslassen. Dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab. Ne, weil es geht jetzt darum, sich irgendwo auch für mehr Stabilität und Sicherheit zu entscheiden. So ist das Gefühl, was ich habe, dass ihr das immer mehr wollt. Ihr wollt Festigkeit, gerade jetzt auch im partnerschaftlichen Bereich, ne? Mehr Festigkeit, kein Hin und Her. Es geht ebenfalls darum, alte Träume, altes Wunschdenken loszulassen. Träume, die möglicherweise sowieso niemals real werden. Einige von euch, ihr hattet wirklich und da habt ihr immer noch die Hoffnung, dass aus einer Partnerschaft mehr werden könnte, dass doch endlich mehr Stabilität und mehr Loyalität und Treue und sowas mehr reinkommt. Aber da habe ich das Gefühl, da beginnst du nächste Woche auf jeden Fall zu erkennen oder wirst auf jeden Fall den Schritt gehen und das Ganze loslassen, weil du sagst dir jetzt, ey, ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir mehr Liebe, mehr Zuverlässigkeit, mehr Ehrlichkeit, mehr Wertschätzung und so weiter, ne? All solche Themen sehe ich hier auf jeden Fall. Und ich sehe ebenfalls, ja, es kann durchaus sein, dass einige von euch einem alten Wunschtraum wirklich nächste Woche loslassen. Und auch hier geht es wieder um Entscheidungen. Ja? Klare Entscheidungen. Klare Entscheidungen treffen, radikale Entscheidungen treffen. Ihr Lieben, es geht jetzt los mit den Karten, die jetzt hier rausgefallen sind. Aber erstmal trinke ich einen Schluck. Okay, schon einige Informationen jetzt hier am Anfang. Ich bin gespannt, was jetzt gleich noch kommt. Okay, es geht los. Und zwar mit der ersten Karte. Was ebenfalls sein kann, ist, dass jemand um die Ecke kommt mit einem Versöhnungsangebot. Auch sowas kann sein. Das habe ich ja mit dem Buben der Kelche. Ja? Das ist hier ein Versöhnungsangebot. Es geht um vielleicht Liebeserklärungen. Ne? Also es kann sein, dass du dich da vielleicht zwischen zwei Leuten entscheiden musst. Auch sowas ist möglich. Versöhnungsangebot. Aber höre bitte auf deine Intuition, weil es kann sein, dass man nächste Woche eventuell nicht zu 100% klar sehen kann. Ja? Durch die zweite Schwerter. Gut, schauen wir uns jetzt mal die erste Karte an für die nächste Woche. Und das ist ebenfalls auch die Einstiegskarte. Und da haben wir folgende Energie. Na, ouch.
Okay, die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter stehen natürlich dafür, dass man hier radikal etwas beendet. Etwas ist vorbei, finito, etwas ist hier endgültig. Es geht ebenfalls darum, dass vielleicht fühlen sich ebenfalls einige von euch nächste Woche oder sogar vielleicht auch jetzt schon vielleicht wirklich niedergeschlagen, ne? Dass du wirklich das Gefühl hast, ich bin total niedergeschlagen, man hat mich hier hintergangen, einige Schwerter sind jetzt hier wirklich im Rücken, man ist mir in den Rücken gefallen. Um solche Energien kann es jetzt hier ebenfalls gehen, ne, dass du da jetzt wirklich für dich sagst, hey, ich will das Ganze so nicht mehr. Ich schließe da jetzt einen Schlussstrich und ich bin dann erstmal gespannt, was jetzt hier kommt. Ne. Auf jeden Fall kann man sagen, Zehnter Schwerter, radikales Ende. Etwas geht wirklich zu Ende. Etwas ist nicht mehr zu retten. Im positiven Sinne würden die Zehnter Schwerter jetzt dafür stehen, dass man hier wirklich auch schon am tiefsten Punkt angekommen ist. Und von da aus geht es dann nur noch aufwärts. Ja? Das wäre das Gute. Das ist aber auch das einzig Gute an den Zehnter Schwertern. Lass uns aber erstmal weiterschauen. Was haben wir hier? Ja. Es geht irgendwo auch darum, einige von euch, ihr fühlt euch am Boden. Ich muss es jetzt wirklich so sagen, wie es ist. Weil klare Worte sind sehr, sehr leicht zu begreifen. Ja? Deswegen kein Wischiwaschi, kein Rumgeeiere. Ich sage dir ganz klar, was ich jetzt hier sehe. Ich sehe, dass auf jeden Fall einige von euch rausgehen aus einer Niedergeschlagenheit, rausgehen aus einer Depression, was aber bei vielen von euch vor allem auch mental ist. Wir haben hier die Schwerter und bei den Schwertern geht es um die Gedanken, beziehungsweise auch um die Kommunikation. Also falls es hier ebenfalls um ja, Niedergeschlagenheit ging, falls du wirklich am Boden bist oder warst, oder zumindest hast du das Gefühl, du bist am Boden, es gibt keine Rettung mehr, es gibt keine Hoffnung, ja? Habe ich das Gefühl, nächste Woche geht es darum, aufzustehen und weiterzugehen. Auch wenn man eventuell so ein kleines bisschen Angst hat. Auch wenn man nicht so richtig weiß, okay, was erwartet mich, wie geht es weiter. Ne? Also ich sehe hier wirklich, man geht hier raus aus einer Niedergeschlagenheit. Man macht hier mit etwas Schluss, was einfach nicht mehr stimmig war, radikal möglicherweise. Und dann zieht man hier weiter. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Vielleicht wollen nächste Woche einige von euch auch verreisen oder umziehen. Was haben wir hier? Noch ein Bube. Okay. Der Bube der Stäbe. Bei den Buben der Stäben geht es auch wieder um Nachrichten, bekomme ich rein. Nachrichten, Angebote, ein aufregendes neues Abenteuer. Es kann wirklich sein, dass du nächste Woche dir sagst, hey, ich habe wieder Bock, etwas mehr zu riskieren. Ich möchte mal ein Risiko eingehen. Ich möchte verreisen. Ich möchte mutiger sein, beziehungsweise ich entscheide mich jetzt dazu, ebenfalls mutiger zu sein, etwas mehr zu riskieren, meiner Leidenschaft zu folgen, aktiver wieder zu werden. Ja? Nachdem einige von euch lange Zeit vielleicht ein bisschen bequem waren, vielleicht auch ein kleines bisschen faul waren, habe ich das Gefühl, nächste Woche werdet ihr ebenfalls wieder aktiver werden. Es geht ebenfalls darum, seinen Interessen zu folgen, kreativer zu sein, ein kreatives Projekt anzugehen. Na? So, was haben wir hier? Das sind die Neun der Schwerter. Man macht sich hier aber dennoch zu viele Gedanken. Soll ich das wirklich machen? Ist es das Richtige? Ja? Man hat so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Also nächste Woche habe ich ebenso auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Energien wirklich schon so ein bisschen dafür sprechen, okay, Vorsicht hier so ein bisschen vor Negativität. Deswegen ist es vielleicht für dich umso wichtiger nächste Woche, umgib dich wirklich mit Positivität. Folge deiner Leidenschaft, höre auf, alles zu hinterfragen, weil dazu könnten einige von euch nächste Woche neigen. Ja? Ist es wirklich das Richtige? Soll ich das wirklich machen? Ja? Es kann ebenso sein, dass du vielleicht eine Nachricht bekommst oder eine Nachricht bekommen hast, die erstmal schon so ein bisschen für schlaflose Nächte sorgen könnte. Ja? Und dass du dich dann spätestens nächste Woche wirklich dazu entscheidest, hey, ich will weiterziehen. Ich fühle mich echt niedergeschlagen. Ich bin hier am Boden. Ich entscheide mich jetzt für mehr. Naja, ich will jetzt einfach mutiger sein, aktiver werden, um da jetzt hier ebenfalls auch wirklich rauszukommen. Ja? Es geht ebenfalls darum, diesem Schrecken ein Ende zu setzen. Ja? Es gibt hier eine Situation. Das sind hier einige von euch wirklich drin. Das ist ein Schrecken ohne Ende. Und ich habe das Gefühl, dieser Schrecken darf ab der nächsten Woche nun ein für alle Mal beendet werden. Ja? Das ist bei einigen von euch ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Etwas sehr, sehr, etwas, was kein wirklich, etwas, was nicht wirklich stabil ist. Etwas, was nicht mehr wirklich fest ist hier. Ne? Und da geht es wirklich darum, das loszulassen. Das ist eine relativ ähnliche Energie wie die Sechster Schwer ja, genau, wie die Sechster Schwerter. Ja? Genau.
Einige von euch, ihr hattet bestimmte Wunschträume, ihr hattet gewisse Erwartungen. Und nun kann es wirklich sein, dass man feststellt, oh Moment mal, das ist nicht wirklich das, was ich wollte. Das bringt mir nicht die Erfüllung, die ich wahrhaft ersehne. Darum geht es nächste Woche, dass man einfach mal die rosarote Brille abnimmt. Und dafür sorgen hier die 10. Schwerter. Ja, es kann definitiv sein, dass du hier irgendwie eine Botschaft bekommst, eine Nachricht bekommst oder Zeichen bekommst, dass du irgendwas erfährst und dann dich wirklich dazu entschließt, weiterzugehen. Auch wenn du dir diesbezüglich eine Waffel machst, auch wenn du dir diesbezüglich einen Kopf machst. Ja. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Deck. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt. Ich trinke noch mal eben einen Schluck. Moment. Es kann ebenfalls auch sein, ich darf es hier nicht beschönigen, ihr Lieben. Es kann definitiv auch sein, dass einige von euch nächste Woche, ich will dir keine Angst machen, ja? Wir sind ja jetzt gerade erstmal beim Tarot. Es geht ja dann auf jeden Fall noch weiter, ja? Also kein Grund, jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und das ist auch nicht das, was ich möchte, ja? Aber ich muss ja ebenfalls auch ehrlich bleiben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass einige von euch nächste Woche eine etwas beunruhigende Nachricht auf euch zukommen könnte, ja? Irgendetwas, wo du sagst, wo du vielleicht Panik schieben könntest. Irgendetwas oder irgendjemand könnte hier auf dich zukommen, wo man vielleicht auch erstmal so ein bisschen Panik schiebt. Ja? Bitte bedenke auch, das Ganze ist wirklich Kopfsache. Wir haben hier sehr, sehr viel Schwertenergie. Also eigentlich nur dreimal, zumindest was jetzt hier auf dem Tisch liegt. Aber das Ganze ist vor allem auch mental. Es kann eben so sein, dass jetzt hier ebenfalls verletzende Worte fallen, auch sowas ist möglich, oder dass verletzende Worte gefallen sind und darüber machst du dir immer noch Gedanken. Mit dem Pagen der Stäben könnte es ebenfalls auch sein, dass da jemand irgendwie, dass es da jemanden gibt, der eventuell deine Grenzen missachten könnte, weil der Page, das ist doch jemand, der ist euphorisch, der handelt, ohne mal darüber nachzudenken, ne? Das ist jetzt nicht die Weisheit. Da besitzt nicht die Weisheit wie von einer Königin oder eines Königs, ja. Und deswegen könnte es auch sein, dass es jemand ist, der vielleicht ein bisschen verletzend sein könnte, ne? Kann auch sein, dass du das nächste Woche sein könntest, ja. Gut, ihr Lieben, wir gucken mal weiter. Es geht ebenso darum, aus der Komfortzone rauszukommen. Die Zeit ist gekommen, um ein für alle Mal mit etwas Schluss zu machen, etwas zu beenden, was dich in deiner alten Energie immer noch, ja, ich will nicht sagen gefangen hält, aber was dich da immer noch so ein bisschen hält. Und da habe ich das Gefühl, auf zu deinen Ufern, auch wenn du dir darüber Gedanken machst, auch wenn du dir darüber den Kopf zerbrichst, alles analysierst, alles hinterfragst, ist das richtig? Mach es doch einfach. Du kannst immer noch später neu entscheiden. Ja? Ein falscher Schritt sozusagen, ist nicht gleich das Ende der Welt. Ne? Du sammelst Erfahrungen. Gut, ihr Lieben, was zeigt sich noch nächste Woche? Was zeigt sich ebenfalls noch in der nächsten Woche, der 12. bis 18. September? Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche im Kollektiv? Der 12. bis 18. September nächste Woche. Was kommt ebenfalls noch nächste Woche auf uns alle zu? Hoppala, okay. Warte mal, die anderen Karten muss ich mal eben aufheben. Da sind mir eindeutig zu viele. Gut, okay. Es geht weiter. Welche Energien zeigen sich jetzt noch nächste Woche? Was kommt ebenfalls noch in der kommenden Woche, nächste Woche auf uns alle zu? Was kommt noch nächste Woche? Was kommt ebenfalls noch nächste Woche auf uns alle zu? Welche Energien zeigen sich noch in der kommenden Woche? Ich hätte ganz gern mindestens noch eine Karte für die nächste Woche oder auch zwei, okay. So. Tun wir hier hin. Unten drunter haben wir für die nächste Woche folgende Energie. Das ist das Wasserelement.
Bei dem Wasserelement geht es auf jeden Fall um die Emotionen, es geht um Spiritualität, es geht hier um deine Intuition. Und dieses Thema könnte hier wirklich nächste Woche ganz, ganz wichtig für dich werden. Deine Emotionen, deine Intuition. Und ich habe dir vorhin gesagt, bevor du jetzt hier eine Entscheidung triffst, bitte höre auf deine Intuition. Weil einige von euch, ihr seid nächste Woche oder vielleicht sogar auch jetzt schon viel zu sehr im Kopf. Du hinterfragst zu viel. Ist das richtig? Soll ich das wirklich tun? Was ist, wenn ich das tue? Was ist, wenn ich mich für dieses entscheide? Hier wird gesagt, bringe ebenfalls auch mehr Spiritualität, sofern du das möchtest, mehr in dein Leben. Ja? Spirituelle Praktiken, wie zum Beispiel Yoga, Meditation, Spazierengehen, alle Ablenkungsgeräte, Fernseher, Radio, Handy, einfach mal ausschalten und Zeit mit dir selber alleine verbringen. Ja? Das ist der Rat, den ich dir geben kann. Verbinde dich mit dir selbst, mit deiner Intuition, mit deinem höheren Selbst. Dann weißt du auf jeden Fall dann schon, was da zu tun ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, oder ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nächste Woche schon die Tendenz, dass man da schon so ein bisschen verwirrt ist und Entscheidungen aus dem Kopf heraus entscheidet oder sich von der Angst leiten lässt. Ja? So eine Tendenz habe ich jetzt hier bis jetzt, wenn ich mir die Tarotkarten angucke. Das Wasserelement steht ebenfalls auch für eine sehr, sehr hohe sensitive Energie. Ja? Gut. Es kann ebenfalls sein, dass einige von euch nächste Woche ein kleines bisschen sehr, sehr sensitiv sind, sehr, sehr sensibel. Ne? Vielleicht muss man euch so ein bisschen mit Wattebällchen, mit Samthandschuhen anfassen, meine ich damit. Okay, was haben wir hier? Sextil. Eine Kombination von Anspannung und Flow. Also Sextil ist eigentlich auch schon eine sehr, sehr unterstützende Energie. Denn es geht hier ebenfalls um sehr, sehr viel Potenzial, was da ist. Potenzial, um eine Situation zu lösen. Ebenfalls das Potenzial, um mit angespannten Drucksituationen ebenfalls auch umzugehen. Ja? Sich ebenfalls nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ist das, was ich ebenfalls reinbekomme. Weil ich habe durchaus momentan das Gefühl, dass es momentan wirklich Energien gibt, die versuchen, dich so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ja, das ist das, was ich ebenfalls so wahrnehme. Was haben wir hier? Das neunte Haus, spirituelles Wachstum. Nächste Woche erreicht euch nochmal eine Welle spirituellen Wachstums. Ja? Wenn man spirituell weiter wächst, wenn man sozusagen gerade sich transformiert, ist es auf jeden Fall schon mal, ja, da hat man das Gefühl, man ist in einem Albtraum. Ja, man hat das Gefühl, man ist in einem Albtraum, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man sich gerade transformiert, wenn man sehr, sehr viel gerade loslässt. Und das ist hier gerade sehr, sehr aktiv, gerade nächste Woche. Ja, vielleicht sogar auch jetzt schon, wo du das Video jetzt siehst. Ne? Auf jeden Fall spirituelles Wachstum. Es geht dabei um deine. Ebenfalls auch um deine Mentalität, deine Gedanken. Ja. Dann haben wir Wassermann. Es kann sein, dass du es vielleicht nächste Woche mit einem Wassermann zu tun hast. Oder aber du bist Wassermann. Auf jeden Fall steht Wassermann ebenfalls auch für Freundschaften. Es kann sein, dass hier Freundschaften eine wichtige Rolle spielen werden. Ich habe ebenfalls das Gefühl, das kann aber wenige von euch betreffen. Ja. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es da jemanden gibt. Da gibt sich ja als dein Freund aus. Und wie gesagt, wir haben rückläufigen Merkur. Höre bitte auf deine Intuition. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Ja? Wie gesagt, Wassermann steht ebenfalls auch für Freundschaften, für Originalität, aber ebenfalls auch für Befreiung, Freiheit und Erneuerung. Ja? Und wir haben hier die Sonne. Es geht darum, deine Wahrheit zu verkörpern. Es geht darum, deine Einzigartigkeit. Wassermann, anzunehmen, dein Herz zu zeigen, deine wahre Essenz ebenfalls zu zeigen. Und darum geht es ab der nächsten Woche ebenfalls nochmal. Es geht darum, sich selbst auszudrücken und die Wahrheit zu verkörpern, deine Wahrheit zu verkörpern, deine wahre Seelenessenz zu verkörpern. Ja? Vielleicht bist du selbst auch irgendwas mit Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent, ne? Sonnenzeichen, Wassermann vielleicht, das würde jetzt hier passen. Vielleicht hast du auch Wassermann im neunten Haus bei dir, das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Ja? Warte mal, das muss jetzt hier ein bisschen gerade sein. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, nächste Woche geht es auf jeden Fall darum, bei einigen von euch, dass du nächste Woche dahin kommen wirst oder dass du jetzt wirklich damit beginnst, immer mehr deine Wahrheit, deine Einzigartigkeit zu verkörpern. Ich sehe mit Wassermann ebenfalls wirklich eine Art von Erneuerung, dass du dich erneuerst. Es geht hier um spirituelles Wachstum, ihr Lieben. Und es geht bei dem spirituellen Wachstum geht es darum, dass du dein wahres Selbst zeigen sollst und dich nicht länger verleugnen sollst. Und deswegen kann es dann noch einmal nächste Woche dazu kommen, dass man sich hier wirklich fühlt, dass man das Gefühl hat, man läuft durch die Hölle, dass man da wirklich das Gefühl hat, man ist hier in einem endlosen Albtraum. Das ist, ihr Lieben, das ist auf jeden Fall so, wenn man sich gerade transformiert, wenn man gerade einiges auch losgelassen hat. Ja, das geht auch wieder vorbei, ihr Lieben.
Ja, das bleibt auch nicht ewig so. Das bleibt nicht ewig so. Ebenfalls habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt ebenfalls wichtig werden kann für einige von euch, die Gefühle zu zeigen mit der Sonne hier. Ja, seine Spiritualität zu zeigen, sich nicht länger zu verstecken, Emotionen zu zeigen. Ja, es kann ebenfalls auch sein, dass einige von euch nächste Woche ein kleines bisschen überemotional sind. Das ist auch ebenfalls das, was ich hier so ein bisschen wahrnehme. Also nächste Woche kommt auf jeden Fall eine Woche oder ist die Woche, wo es um Wachstum geht, neues Lernen, neue Erfahrungen sammeln. Einige von euch, ihr fühlt euch wirklich wie, ihr könntet euch so ein bisschen auch wie fremd fühlen, ne? Dass du wirklich das Gefühl hast, oh Gott, ich habe mich gerade selbst verloren, wer bin ich überhaupt? Ne? Und dass du eigentlich wirklich das Gefühl hast, du erlebst momentan einen Albtraum, wo du das Gefühl hast, nicht mehr rauskommen zu können. Aber, ihr Lieben, ich sage euch was, das ist Teil eures spirituellen Wachstums. Du hier mit dieser Legung, das ist Teil deines spirituellen Wachstums. Dass einiges von dir gehen darf, dass dein Mindset, deine Gedanken sich erstmal umwandeln dürfen, müssen, damit du zu deiner besten Version deines Selbstes wirst. Ja? Es ist nächste Woche verdammt viel Potenzial da. Die Buben, wir haben hier, ich glaube, alle Buben sind jetzt hier inbegriffen. Nee, der Bube, der Schwerter jetzt nicht, aber wir haben jetzt hier einige Buben. Der Stäbe, der Münzen, der Kelch, der hat sich ja vorhin auch gezeigt. Und da geht es um Wachstum, neues Lernen, Potenzial. Und Potenzial hast du hier ebenfalls. Und ebenfalls habe ich auch das Gefühl, wenn du wirklich du selbst bist, wenn du deiner Wahrheit folgst, wenn du dich so zeigst, wie du wirklich bist, ohne Masken, ja? Dann wirst du auf jeden Fall belohnt. Die Botschaft hier lautet: Bleib dir treu und das Universum wird dich belohnen. Ja? Und ich sehe, dass einige von euch da auf jeden Fall auf einem sehr, 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 sehr guten Weg sind. Verreisen bekomme ich jetzt auch gerade schon wieder rein, dass du vielleicht das Gefühl hast: Oh Gott, ich will mal verreisen, ich mache einen Kurztrip, ne? Weil das 9. Haus steht ebenfalls für Reisen, Verreisen. Ja? Die 6. Schwerter ja ebenfalls. Ansonsten geht es hier einfach um deine spirituelle Reise, ne? Deine Seelenreise. Hin zu der besten Version, zur wahren Version deines Selbstes. Das ist das, was hier der Fall ist, ihr Lieben. So, es geht weiter. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt, aber erstmal muss ich noch mal ganz, ganz kurz einen Schluck trinken. Es geht sofort weiter. Jetzt habe ich gekleckert. Ach, na super. Ist nur Wasser. Okay. Warte mal, ich will das mal hier trocken machen. So. Nicht mal trinken kann sie. Okay, so, es geht weiter. Es kann ebenfalls nächste Woche sein bei einigen von euch, dass einige Menschen oder dass mehrere Menschen etwas von dir wollen und dass du irgendwo nicht mehr so richtig weißt, wo dir der Kopf steht. Ja? Es kann sein, dass ebenfalls bei einigen von euch, dass dir jemand so etwas erzählt, der andere behauptet das und dass du dann irgendwie so ein bisschen vielleicht auch zwischen den Stühlen sitzen könntest. Ne? Dass du das Gefühl hast, oh Gott, wem glaube ich jetzt? Ich rate dir. Vertraue auf deine Intuition. Ja? Ich habe das Gefühl, du wirst auf jeden Fall schon erkennen, wer dein Freund ist und wer nicht. Ja? Hör auf deine Intuition. Wenn du dich bei jemandem, wenn es jetzt hier wirklich um eine andere Person geht, die jetzt hier bei dir mit involviert ist, wenn du wirklich in Gegenwart dieser Person du selbst sein kannst, wenn du dich da nicht verstecken musst, wenn du dich wohlfühlst, dann ist diese Person auf jeden Fall auch dein Freund. Ja, wenn die dich so akzeptiert, wie du wirklich bist. Ja, und auch wenn es darum geht, dass man gerade sich verändert, weil ich sehe, ihr verändert euch. Ja, ihr verabschiedet euch von eurem alten Selbst, was ihr nicht seid und bekommt und werdet nun immer mehr ihr selbst. Ja, und genau dann wirst du erkennen, wer dein Freund ist und wer eben nicht. Ja, so, es geht weiter, ihr Lieben. Was zeigt sich ebenfalls noch in der nächsten Woche? Es geht nächste Woche ganz klar um Originalität, es geht um Ehrlichkeit, es geht um Authentizität ebenfalls auch. Ja? Gut, was haben wir ebenfalls noch nächste Woche? Welche Energien zeigen sich noch für uns alle in der nächsten Woche im Kollektiv? Der 12. bis 18. September. Welche Energien zeigen sich ebenfalls noch in der kommenden Woche? Es geht sofort weiter. Ich muss mich nochmal ganz kurz wieder in die Energie der kommenden Woche eintunen. Es geht sofort los. Okay, nächste Woche. Welche Energien zeigen sich noch in der nächsten Woche?
Welche Energien zeigen sich noch? Also dieses auf jeden Fall, die du jetzt hier siehst. So, was zeigt sich noch nächste Woche? Welche Energien zeigen sich ebenfalls noch nächste Woche? Was kommt nächste Woche auf uns zu im Kollektiv? Die nächste Woche, der 12. bis 18. September. Eine Karte, habe ich das Gefühl, möchte noch. Noch eine Karte bitte für die kommende Woche. Oh, die ist runtergefallen. Ihr Lieben, ich muss mal ganz, ganz kurz eben aufstehen. Oh, okay. Interessant. Falls du dich gerade fragen solltest, wo die Kätzchen sind, die sind gerade draußen. Die sind beschäftigt. Also nicht draußen jetzt hier im Garten oder so, weil die dürfen noch nicht raus. Sie sind noch zu jung, um rauszugehen. Aber sie sind im Flur oder keine Ahnung. So, ihr Lieben. Die erste Karte, die habe ich schon gesehen. Damit fange ich jetzt auch an. Das ist hier Telepathie. Telepathie. Nächste Woche. Es kann sein, dass du mit mehreren Informationen durchflutet wirst. Und deswegen kann es so ein bisschen sein, dass du da vielleicht dich ein bisschen überfordert fühlst, dass du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst. Das ist das Gefühl, was ich hier habe, ihr Lieben. Einige von euch, ihr seid durchaus nächste Woche oder auch schon immer eigentlich, dass du auf jeden Fall auch in der nächsten Woche, weil es zeigt sich ja für die kommende Woche, dass du da auf jeden Fall schon stark telepathisch veranlagt bist. Ich habe das Gefühl ebenfalls, du erkennst ab der nächsten Woche, spätestens ab nächste Woche, erkennst du das wahre Selbst anderer Personen. Ja, die Personen, die jetzt bei dir mit involviert sind. Ich habe das Gefühl, durch die Telepathie, dadurch, dass du oder dass einige von euch diese Fähigkeit besitzen, gerade auch nächste Woche, habe ich das Gefühl, dass du erkennen wirst, dass du das wahre Selbst Personen erkennen kannst. Das ist das, was jetzt gerade richtig durchkam. Du erkennst nächste Woche Wahrheiten. Du kannst nächste Woche vielleicht sogar auch schon so ein bisschen die Energien lesen, vielleicht sogar auch so ein bisschen die Gedanken. Bei mir ist es so, ich habe schon mal Gedanken gehört, tatsächlich, ohne dass derjenige das ausgesprochen hat. Das war aber bis jetzt nur ein einziges Mal. Ja, da habe ich wirklich gehört, was dieser andere dachte. Das ist mir ein einziges Mal passiert und danach nicht noch einmal. Das andere kam mehr so bei mir innerlich, ne, über mein inneres Ohr. Das andere war, das habe ich schon physisch gehört. Ne? Also das war eine richtig krasse Erfahrung, auf jeden Fall. Ist aber schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall Telepathie, nonverbale Kommunikation, energetische Impulse oder ja, man spürt ja auf jeden Fall schon so ein bisschen die Energien der anderen, man kann Energien der anderen lesen, Mind Reading. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass das bei einigen von euch definitiv Teil eurer Gaben werden kann, auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, was haben wir hier? The Crane Bag. Okay, es geht ja auf jeden Fall um... Es geht irgendwo aber auch darum, Clutter, Declutter. Es geht einfach mal darum, Kram loszulassen. Einfach mal loszulassen, woran du bisher so stark festgehalten hast. Es geht darum, sich einfach mal so ein bisschen, sich ein bisschen zu erleichtern. Einfach mal sich ein bisschen, ja, Einfachheit. Das ist das richtige Wort. Es geht darum, sich etwas ein bisschen einfacher zu machen. Wir haben hier ebenfalls Ozeanmedizin, heilige Ozeanmedizin. Also geht es hier auch wieder um Heilung. Es geht um Loslassen. Und es geht hier um eine bestimmte Wahl. Also schon wieder Entscheidungen, ihr Lieben. Ja? So, was haben wir hier? Die Karte wollte unbedingt. Und da haben wir Reflexionen. Es geht um Reflexionen. Es geht also darum, einfach mal zu reflektieren, in die Reflexion zu gehen. So wie du andere Personen siehst, so bist du. Das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Wenn du also zu jemandem sagst, oh, die Person ist total aggressiv, dann ist es etwas, was du da hinein interpretierst. Dann hat das auch irgendwo etwas mit dir selbst zu tun. Ich sage nicht, dass du unbedingt jetzt auch aggressiv sein musst. Ich sage lediglich, dass es vielleicht so sein könnte, dass du das in dir vielleicht ablehnst, diese Eigenschaft, die da vielleicht sogar da ist. Dass das zu deinen Schatten gehört. Ja? Ihr Lieben, ich habe jetzt gerade irgendein Gefühl. Ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen in Worte zu fassen. Warte mal. Also ich hab irgendwie auch das Gefühl, dass es hier irgendwie alles zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, du spürst den ganzen Last, diesen ganzen Kram, auf Deutsch gesagt, dieses ganze Chaos, ebenfalls auch von anderen so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das bekommst du nächste Woche so richtig stark mit. Ich habe das Gefühl, es ist ganz, ganz wichtig, schütze deine Energie. Ja? Was haben wir hier? Wow.
Das ist genau das im Prinzip, was ich schon gesagt habe. Einfachheit. Das ist der Wasserflug. Es geht um Schwerelosigkeit. Es geht darum, schwerer loszulassen. Es geht darum, sich einfach mal zu erleichtern. Es geht darum, rauszugehen aus der Schwere. Und ich habe das Gefühl, ab der nächsten Woche geht es darum, ihr Lieben. Einige von euch, ihr kommt hier, du hier mit dieser Legung auf jeden Fall, du kommst nächste Woche aus dieser Schwere raus, weil du ebenfalls nun auch reflektierst, weil du in die Reflexion gehst. Dazu bist du wirklich bereit, ebenfalls auch dein wahres Selbst zu erkennen. Ja? Ebenfalls, wenn du es mit einer bestimmten Person zu tun hast. Ich habe das Gefühl, du kannst nächste Woche in der anderen Person auch ein Stück von dir selbst erkennen. Ja? Also geht es hier auch irgendwo schon wieder um Spiegelungen, habe ich das Gefühl. Also diese Karte sagt hier auf jeden Fall, dass Belastungen wegfallen. Es geht darum, dass einige Dinge nun leichter werden. Es geht darum, dass man wieder vorwärts kommt. Ne? Dass man sich ebenfalls auch wieder in Bewegung setzt. Ne? Einige von euch, ihr macht euch da nächste Woche ebenfalls noch Gedanken darüber. Ist natürlich auch logisch. Ne? Man hat so ein bisschen Angst. Man zweifelt eventuell einiges an. Das habe ich hier, ne, weil ich habe nächste Woche schon eine sehr, sehr starke kopflästige Energie bei einigen von euch. Aber durchaus zeigt sich hier auch wieder eine spirituelle Energie. Ebenfalls, Entschuldigung, ebenfalls hier mit dem Wasserelement. Ne? Und da geht es hier ebenfalls um deine Emotionen, deine Intuition vor allem auch. Deswegen, die Karten sagen hier eindeutig, gehe mehr in die Reflexion. Gehe mehr in die Spiritualität. Setze dich mit deinen Emotionen auseinander. Wenn du gerade das Gefühl hast, okay, dich überwältigen gerade Emotionen, geh hier auf jeden Fall fühle. Es geht darum zu fühlen, ihr Lieben. Ja, ebenfalls auch. Und da habe ich das Gefühl, dass es dir danach besser gehen wird. Ja, das ist so, ihr Lieben. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, okay, da kommen jetzt gerade richtig krasse Gefühle nach oben, geh da wirklich hin und fühle. Gehe fühlen, deswegen heißen sie Gefühle. Ne? Hat sogar schon Robert Bates gesagt. Wenn es darum ginge, Gefühle zu verdrängen, würden sie Gedränge heißen, hat er, glaube ich, mal irgendwie gesagt. Sehr, sehr spannend und darum geht es ebenfalls auch. Und dadurch, dass einige von euch sich da ebenfalls wirklich damit auseinandersetzen, habe ich ebenfalls auch das Gefühl, erstens wird es dir danach besser gehen, es wird leichter werden. Und zweitens habe ich auch das Gefühl, dass die Gabe bei einigen von euch der Telepathie immer und immer stärker werden kann. Ja? Weil du ebenfalls auch aufhörst, oder weil einige von euch ebenfalls auch aufhören, andere zu verurteilen, andere den schwarzen Peter zuzuschieben für dein eigenes Versagen. Entschuldige jetzt die krasse Ausdrucksweise, aber anderen die Schuld für das eigene Versagen zu geben, ist viel, viel leichter, als einfach mal auf sich selbst zu schauen. Ja, ich weiß, dass es jetzt einigen von euch nicht gefällt, dann ist es so, aber ich nehme kein Blatt vor den Mund. Es geht mir darum, dass du zur besten Version deines Selbstes wirst. Es geht mir darum, dass du ein tolles Leben führen kannst. Ja, und dazu muss ich auch mal gewisse Dinge ansprechen, die ein bisschen unbequem sind, die vielleicht ein kleines bisschen zwicken. Ja, wenn das für dich ein Problem ist, dann bin ich für dich die falsche Kartenlegerin. So einfach ist das. Ja. Gut, warte mal, ich habe jetzt gerade irgendwie noch was reinbekommen, glaube ich. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt gerade noch wahrgenommen habe. Wenn es mir wieder einfällt, war es wichtig, wenn nicht, dann nicht. Was waren das jetzt noch gerade? Ja, genau. Also es geht ebenfalls darum, einfach mal auch so ein bisschen auf sich selbst zu schauen und nicht immer nur anderen die Schuld dafür zu geben. So, wenn es wirklich so ist, dass du anderen die Schuld dafür gibst, dass es dir schlecht geht, dass du scheiterst, dass du nichts gebacken kriegst, auf Deutsch gesagt, dann gibst du den anderen die Macht und gibst somit deine Macht ab und entscheidest dich somit für Ohnmacht. Ja? Und das können viele, viele Menschen, ich sage nicht, dass du das kannst, aber es können leider Gottes viele Menschen sehr, sehr gut. Ja? Aber ich sehe, du hier mit dieser Legung, auf jeden Fall, ich sehe, du bist hier wirklich mutig genug. Du guckst dir deinen ganzen Kram an, deinen inneren Schatten, das, was dich hier wirklich, das, was dafür sorgt, dass du Magenschmerzen hast, das, was dafür sorgt, dass du schlaflose Nächte hast, das, was dafür sorgt, dass du innerlich nicht frei bist, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht du selbst sein, was auch immer dein Thema ist. Ja? So, es geht weiter. Das vorletzte Kartendeck, ihr Lieben.
Ich muss mich ganz kurz wieder einschauen, ihr Lieben. Was kommt noch nächste Woche? Welche Energien zeigen sich jetzt noch in der nächsten Woche? Welche Energien zeigen sich noch in der kommenden Woche im Kollektiv vom 12. bis 18. September nächste Woche? Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche? Es geht sofort los, ihr Lieben. Ich muss mich noch ganz kurz einschauen. Wenn du willst, kannst du auch gerne vorspulen. Was kommt noch nächste Woche? Welche Energien sind präsent in der nächsten Woche? Die nächste Woche, Nummer 1. Nächste Woche. Welche Energien sind noch in der nächsten Woche sehr, sehr stark präsent? Welche Energien? Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche im Kollektiv? Welche Energien zeigen sich noch in der nächsten Woche im Kollektiv? Es geht noch weiter, ihr Lieben. Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche? Gut. Ich fange an mit der Karte, die sich jetzt hier umgedreht hat. Das ist der Ritter der Stäbe, Ritter des Feuers. Dieser ist leidenschaftlich, abenteuerlustig, selbstsicher und auch ruhelos. Ein plötzliches Ereignis erfordert unmittelbare Aufmerksamkeit. Schnelles Handeln ist gefragt, trotzdem gründlich nachdenken. Ihr Lieben, das passt. Ich habe dir gesagt, es kann sein, dass da nächste Woche einige Angebote auf dich zukommen, beziehungsweise dass irgendjemand auf dich zukommt, dir irgendwas sagt oder wo du dich eventuell entscheiden musst. Deswegen ist hier wirklich, ja, es kann sein, dass man dich vielleicht auch ein kleines bisschen unter Druck setzt, ja. Höre aber bitte auf deine Intuition. Wie gesagt, wir haben momentan rückläufigen Merkur. Wir haben gerade mehrere Planeten rückläufig. Das ist momentan eine krasse Zeit, ja. Setz dich wirklich mit dir auseinander. Verbinde dich mit dir selbst, deiner eigenen Spiritualität, fange an, dich selbst zu spüren, gehe in dich, lass dich hier nicht aus der Ruhe bringen. Ja? Es kann auch sein, dass du nächste Woche hin und wieder ein kleines bisschen ruhelos sein könntest. Ja? Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, was jetzt hier unten drunter ist. Und da hast du jetzt den König des Wassers. Das ist der König der Kelche. Dieser ist vertrauenswürdig, meine Stimme, dieser ist vertrauenswürdig, mitfühlend, anerkannt und kultiviert. Öffne dein Herz und dein Verstand für die Menschen deiner Umgebung. Zuverlässiger und ehrlicher Rat. Wohltätigkeitsarbeit. Also ich habe hier schon das Gefühl, es gibt hier bei einigen von euch durchaus jemanden, der ist euch wohlgesonnen, dem kannst du vertrauen. Das kann jetzt wirklich dein Partner sein, das kann jemand sein, der dir sehr, sehr stark am Herzen liegt. Es kann ebenfalls sein, dass zwischen dir und deinem Gegenüber auch wieder mehr Leidenschaft reinkommt. Auch sowas ist möglich bei einigen von euch. Wohltätigkeitsarbeit, das können auch sein. Vielleicht möchtest du dich so, ja, dich irgendwie mehr engagieren für die Umwelt, für die Tiere, für Kinder, was weiß ich. Ne, das weißt du jetzt am besten. Aber ebenso geht es darum, dass du oder dass einige von euch nächste Woche, dass ihr euch da mehr Zeit nehmt für die Menschen, die ihr liebt. Gut, wir gucken mal weiter. Aber ich muss auch sagen, dieser hier, der König der Kelche, ist durchaus ebenfalls auch medial, sensitiv, empathisch und vielleicht sogar auch telepathisch veranlagt. Ja, bei einigen von euch kann es durchaus sein, dass du und dein Gegenüber, beziehungsweise eine Person, die dir sehr, sehr stark am Herzen liegt, dass ihr telepathisch miteinander verbunden seid. Auch sowas ist möglich. Ja, dass ihr da irgendwie, wenn du mit der Person jetzt zusammen bist, der eine denkt, der andere spricht es aus und solche Sachen. Ja, gut, was haben wir hier? Das Ass der Luft, etwas wird geklärt, etwas wird klar. Brillante neue Ideen und Inspirationen. Die Wahrheit einer Situation sind ja, ein schwieriger Anfang. Ich muss es sagen, ihr Lieben, es ist ein relativ schwieriger Anfang. Zumindest hast du das Gefühl, oh Gott, es ist schwierig. Ne? Du hast das Gefühl, okay, es ist ein bisschen schwierig und ich mache meine Platte darüber. Ja, der Neuanfang, der ist da, den gehe ich jetzt auch, aber trotzdem ist es schwierig. Ich mache meinen Kopf, zweifle alles an, vielleicht sogar auch, aber trotzdem. Der Weg ist ja trotzdem klar. Ich habe das Gefühl, bei vielen von euch, ihr wisst es schon ungefähr. Ihr wisst schon ungefähr, wo ihr lang wollt. Auch wenn es ein kleines bisschen schwierig ist. Auch wenn es jetzt darum geht. Nee, warte, anders. Ich habe ja am Anfang gesagt, ihr geht hier aus einer Situation raus, wo ihr euch so ein bisschen mehr erhofft habt, was aber kein Hand und Fuß hatte, was sehr, sehr instabil war. Ne? Etwas, vielleicht eine Beziehung ohne Liebe, eine Beziehung ohne Zuverlässigkeit, eine Beziehung ohne Ehrlichkeit und Treue. Etwas, was auf und ab ging, eine On-Off-Beziehung möglicherweise auch. Oder allgemein, wenn es um irgendwelche Wünsche ging, wo du festgestellt hast, Moment mal, das ist nicht das, was ich wirklich will. Ne? Ich habe das Gefühl, du beginnst da wirklich das zu erkennen. Du siehst nun die Wahrheit in deiner Situation, Beziehung, was auch immer das bei dir ist. Und bist da auf jeden Fall aber bereit, das loszulassen. Weil du erkennst, okay, ich möchte mehr. Ja, ich möchte mehr. Ich habe Bock auf Abenteuer.
Ich folge meiner Leidenschaft. Die Tendenzen habe ich ja bei vielen von euch. Ja, man macht sich einen Kopf darüber, das sehe ich schon. Aber der Wille ist auf jeden Fall da. Ne? Was haben wir hier? Die 10 des Wassers. Oh, das ist sehr, sehr schön. Ja. Ein erfülltes und behagliches Familienleben. Emotionale und materielle Bedürfnisse werden befriedigt. Vertrauensvolle Beziehungen. Ich hab's vorhin gesagt, ihr Lieben. Vorhin habe ich angedeutet, du erkennst oder wirst spätestens nächste Woche erkennen, wer hier wirklich dein Freund ist und wer eben nicht. Ja, du erkennst es. Vielleicht hast du es auch schon erkannt. Ja? Und mit diesen Personen bist du auf jeden Fall auch telepathisch verbunden. Du erkennst nächste Woche, wer es wirklich gut mit dir meint und wer eben nicht. Das erkennst du nächste Woche. Viele von euch, ihr werdet das erkennen. Ja? Allgemein auch eine sehr, sehr schöne Zeit, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, vertrauensvolle Beziehungen, das sehe ich. Okay, schön. Was haben wir hier? Die 8 des Wassers, guck mal. Eine wiederholende Karte. Eine wiederholende Karte. Okay, die 8 des Wassers. Das Verlangen weiterzuziehen, die Suche nach etwas Sinnvollerem, spirituelles und emotionales Wachstum. Spirituelles Wachstum haben wir hier. Euch erwartet, dich hier mit dieser Legung. Erwartet eine Welle spirituellen Wachstums noch einmal. Das kann noch mal ein bisschen heftiger werden. Und dazu würde ich dich wirklich bitten, oder mach einfach, was du willst, aber ich würde dir empfehlen, sagen wir es mal so, ich würde dir wirklich empfehlen, verbinde dich mit dir selbst. Sei ruhig mal ein bisschen alleine. Ja, sei ruhig mal alleine, geh an deinen Kraftort, wo du Kraft tanken kannst. Sei so lieb wie möglich zu dir selbst. Ja. Weil nächste Woche könnte es noch einmal emotional werden. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Lass dir von niemandem irgendwas einreißen. Jawohl. Lass dir von niemandem irgendwas einreden. Weil ich habe das Gefühl, bei einigen von euch ist es so, ne, dass du wirklich es mit mehreren Energien von außen zu tun hast, die da ein für alle Mal, die da, ja, die da so auf dich einreden. Ne, wo du das Gefühl hast, okay, was soll ich jetzt tun? Dass du, und ich habe das Gefühl, das verwirrt dich. Ja, ich bin selber schon gerade so ein bisschen verwirrt. Ich habe das Gefühl, das Ganze verwirrt dich. Wenn da wirklich mehrere Menschen auf dich einreden und behaupten, sie meinen es gut mit dir. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, du beginnst nun wirklich auch wirklich zu erkennen, wer hier wirklich dein Freund ist und wer nicht. Ja? Menschen, die dich wirklich lieben, Menschen, die dich akzeptieren, so wie du bist, die werden dich auch dann akzeptieren, wenn du gerade mal durch die Hölle gehst, wenn du gerade dabei bist, ebenfalls auch dich zu verändern. Ja? Du wirst sehen, wie es nächste Woche für dich wird. Das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Aber ich habe es dir gesagt. Nächste Woche ist die Woche, wo du wirklich das Gefühl hast, ich will mehr. Ich will mehr. Na? Und ich sehe auch, dass einige von euch danach gehen, auch wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht. Ne? Also nicht jeder Tag nächste Woche wird gleich. Es kann sein, dass du an einem Tag total euphorisch bist, am anderen Tag machst du dir vielleicht zu viele Gedanken. Ja? Also das wirst du dann sehen. Ja? Das ist eine allgemeine Legung. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem das Gefühl, dass du oder dass in deinen Gedanken, dass da mal Klarheit reinkommt und dass du es dir nächste Woche ebenfalls leichter machst. Jetzt habe ich draußen gerade irgendwelche Geräusche gehört, so ein bisschen Randale. Du bekommst jetzt zum Schluss nochmal von mir eine Botschaft aus dem Schutzengel-Tarot. Wie gesagt, ich habe alle Kartendecks am Anfang vorgestellt. Und da lese ich dir mal vor, was auf dieser Karte steht. Noch eine Botschaft bitte für das Kollektiv für die kommende Woche. Was ist jetzt hier die Botschaft für das Kollektiv für die kommende Woche? Das sind meine Katzen draußen. Die machen gerade aber richtig Randale. Also, ja, okay. Gut. Was ist die Botschaft für das Kollektiv für die kommende Woche? Der 12. September bis 18. September. Was ist die Botschaft für das Kollektiv jetzt hier für die nächste Woche? Was ist die Botschaft für das Kollektiv für die nächste Woche? Was ist die Botschaft? Okay, da ist sie. Du hast hier die 3 des Handelns, was die 3 der Stäbe sind. Die Dinge entwickeln sich prächtig. Jetzt, wo du am Ziel bist, ist es an der Zeit zu entscheiden.
Nochmal von vorne. Jetzt, wo du am Ziel bist, ist es an der Zeit zu entscheiden, womit du dich als nächstes beschäftigen willst. Vielleicht möchtest du deine Erfolge weiter ausbauen oder dich einer völlig neuen Sache widmen. Sei bereit zu reisen, sofern dies möglich ist. Ja, reisen. Es kann sein, dass einige von euch nächste Woche verreisen wollen, dass du vielleicht eine neue Ausbildung beginnst, dass das vielleicht in einem anderen Ort ist, dass du da vielleicht verreisen musst. Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, es sieht verdammt gut aus. Ja, für mich sind die drei der Stäbe auch immer so eine Erwartungshaltung. Und da geht es wirklich darum, das Beste zu erwarten. Zeit ebenfalls auch für langfristige Pläne. Es sieht wirklich gut aus, aber es ist wichtig, habe hier Geduld. Ja? Unten drunter kann ich dir mal zeigen, da hast du folgende Energie. Und das ist die innere Kraft, was die Stärke ist im Tarot. Du zeichnest dich durch großen Mut und Freundlichkeit aus. Vielleicht ist es dir nicht bewusst, wie stark und machtvoll du bist, doch es gibt kein Problem, das du nicht meistern kannst. Das Mitgefühl, das du so freimütig anderen zukommen lässt, musst du auch dir selbst geben. Bleibe dir treu und halte an deinen Überzeugungen fest, wenn die richtige Antwort einem anderen Menschen gegenüber ein klares Nein ist. Auch ziemlich interessant. Also ich habe wirklich das Gefühl, es geht darum, verstecke dein Licht nicht länger. Verstecke dein wahres Selbst auch irgendwo nicht länger. Verstecke deine Wahrheit nicht länger. Ja? Wenn es bestimmte Menschen gibt, die vertragen die Wahrheit nicht, dann solltest du dich fragen, sind das wirklich meine Freunde? Ja, wie gesagt, wahre Freunde akzeptieren dich auch, wenn du gerade mal durch die Hölle gehst und wenn du auch gerade dabei bist, dich einfach mal zu verändern. Weil ich sehe, du hier mit dieser Legung oder auch viele, allgemein im Kollektiv, ihr verändert euch hier gerade. Ihr hier mit dieser Legung, ihr verändert euch hier. Ja, genau. Und die Karte sagt, du besitzt die Stärke. Auch wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich kann nicht mehr. Du besitzt die Stärke. Schreib dir das hinter die Ohren. Ja, schreib dir das hinter die Ohren. Ihr Lieben, das war die Botschaft. Warte mal, ich habe jetzt hier noch die Astrowürfel. Das mache ich jetzt auch. Wir sind jetzt sowieso schon bei 50 Minuten. Was soll's? Also, was sind die Botschaften oder was kommt ebenfalls noch in der nächsten Woche auf uns zu? Was kommt noch in der nächsten Woche? Der 12. bis 18. September. Was kommt ebenfalls noch in der nächsten Woche auf uns alle zu? Mir juckt die Nase. Vielleicht erfährst du was Neues. Okay. So, nächste Woche. Der 12. bis 18. September. Welche Energien haben in der nächsten Woche Einfluss? Was kommt nächste Woche? Was kommt nächste Woche auf uns alle zu? Gut, wir haben Jupiter. Passend, weil Jupiter herrscht über das 9. Haus und das haben wir hier, das 12. Haus und wir haben Stier. Materiellen Gewinn sehe ich hier auf jeden Fall. Es kann sein, dass eine höhere Summe Geld auf dich zukommt, ein Geldgeschenk. Lass mich bitte ganz kurz überlegen. Auch schon wieder eine Reise sehe ich hier. Es geht einfach darum, dein Unterbewusstsein ebenfalls umzuprogrammieren hin zur Fülle. Ja, das ist genau das, was ich sehe. Es geht darum, deine Gedanken, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren auf Fülle, weil Stier steht für Fülle, für Selbstwert, Selbstliebe, Schönheit. Das spielt nächste Woche eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das 12. Haus, da geht es ebenfalls um Vergebung, Mitgefühl, Heilung. Es geht darum, ebenfalls auch nächste Woche rauszukommen aus der Opfermentalität, rauszukommen aus dem Selbstmitleid. Weil das 12. Haus steht auch so ein bisschen für Selbstmitleid, für eine Opferhaltung, Flucht vor der Realität. Ne? Und ich habe das Gefühl, nächste Woche oder vielleicht auch jetzt schon, wird man hier vor Tatsachen gestellt. Durch Stier, weil Stier ist wirklich, das steht ebenfalls auch für die Realität, für die Materie. Ja? Nichtsdestotrotz eine Woche, wo man auf jeden Fall Glück hat, wo das Glück auf unserer Seite ist oder das Glück auf deiner Seite ist mit Jupiter, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.